Guten Tag, Michael Kleist. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Freut mich sehr, dass wir hier sind. Wir werden heute einmal ganz tiefgründig über Narzissmus sprechen. Und meine erste Frage an dich: Zum einen, wie geht's? Und zum anderen, wie kommt es dazu, dass du heute hier bist, deinen Kanal auf YouTube hast, wertvolle Aufklärungsarbeit betreibst und Menschen hilfst, die ja in einer Beziehung noch gefangen sind oder allgemein versuchen, alles, was mit dem Thema Narzissmus zu tun hat, zu verarbeiten? Ja, Marc, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und um jetzt gleich auf deine Frage zu beantworten, was war es, was mich dazu getrieben hat, diesen YouTube-Kanal aufzumachen? Ja, ich habe es in meinen Videos immer wieder mit einfließen lassen. Ich bin Betroffener. Ja, ich bin Betroffener. Ich habe jahrelang in einer missbräuchlichen Beziehung mit einer verdeckten Narzisstin gelebt und habe von Narzissmus keinerlei Ahnung gehabt. Ich habe nur gewusst, mir geht's nicht gut, mir geht's immer schlechter. Also du siehst, ich lache jetzt zwar drüber, ne? Es war aber damals wirklich eine ernste Geschichte. Der Grund, warum ich heute drüber lache, ist, dass ich mich wirklich frei gemacht habe. Also ich war in dieser missbräuchlichen Beziehung. Ich habe gemerkt, mir geht's immer schlechter. Und ja, Stichwort passiv-aggressives Verhalten. Jemand, der sich mit Narzissmus auskennt, der weiß, was passiv-aggressives Verhalten ist. Also das ist dieses von hinten rum durch die Brust geschossen, ne? Mit dem Zusatz, ich mein's doch nur gut mit dir, ne? Und dem war ich also tatsächlich ausgesetzt und ich habe es nicht gecheckt, woran das eigentlich jetzt hapert. Und ich habe mir das Mundwerk fusselig geredet. Es ist nichts bei rumgekommen. Ja, dann wurde dann irgendwann vielleicht doch mal eine Vereinbarung getroffen und 2 Tage später, schick, mit einem Fingerschnippen wurde das Ganze wieder einkassiert. Also die ganz klassischen Sätze, die ich auch in meiner Praxis jetzt immer wieder zu hören bekomme, das habe ich doch so nie gesagt, das ist doch so nie vereinbart worden. Also ich habe wirklich irgendwann gelitten wie ein Hund, ja, und habe dann irgendwann beschlossen, die Reißleine zu ziehen. Ich habe, wie gesagt, von Narzissmus keinerlei Ahnung gehabt. Ich habe dann die Reißleine gezogen und dachte, jetzt beginnt mein Leben. Aber da ich ja irgendwo, ich sag mal, auch meine eigenen Baustellen hatte, wo ich erst noch mal hingucken musste, blieb es natürlich nicht aus, dass ich dann, ich sag mal, so an meine Endgegnerin geraten bin, also an eine Narzisstin, wo es mich dann so richtig zerrissen hat. Also das war jetzt so wirklich klassisch, ne? Also Lovebombing-Phase mit ja, sehr schnell darauf folgender Entwertungsphase. Und ich bin kleiner und kleiner geworden und habe wie immer den Fehler bei mir selbst gesucht, bin dann wirklich sehr schnell komplett ausgestiegen aus dieser Geschichte. Also ich habe von mir aus dann sehr schnell die Beziehung beendet, habe dann aber wirklich gelitten wie ein Hund. Also das war jetzt wirklich so dieser ganz klassische toxische Liebeskummer. Und also es war schlimm und ich kann deswegen unglaublich nachvollziehen, was in den Köpfen, was in den Herzen, was in den Seelen meiner Klienten los ist, wenn die zu mir kommen und wirklich, wirklich, da musst du die Einzelteile nehmen teilweise und zusammensetzen und sagen, hey, du bist okay, so wie du bist. Ja, das, was du erlebt hast, hat einen Namen. Das Ganze nennt sich emotionaler Missbrauch. Und mit dir stimmt eigentlich alles, nur du bist eben halt emotional missbraucht worden. Also ich habe dann wirklich so mein Deep Dive gemacht, ja, also tatsächlich anerkannt, okay, Micha, du hast es nicht gelernt, zu deinen Werten zu stehen, du hast immer wieder Grenzen überschreiten lassen und das war der Grund, ja, weshalb du dein Leben so gelebt hast, wie du es gelebt hast. Ne? Ja, und dann habe ich mich eben halt aufgemacht und gemerkt, in was ich da eigentlich reingeraten war. Und es war ein Erdrutsch. Ja, es ist wirklich also so ein Kind, was so irgendwie so Weihnachten und Ostern an einem Tag erlebt und sagt, boah, das war das also. Und dieses Erlebnis, Marc, ne, ich denke, das wirst du irgendwie auch schon gehört haben, ja, vielleicht auch selber erlebt haben, dieses Erlebnis zu merken, hey, ich bin nicht der Fehler im System. Das ist so erleichternd, das ist so unglaublich. Naja, und dann kam es halt, dass ich dann tatsächlich auch einen kompletten Berufswechsel nochmal vorgenommen habe. Also ich habe dann mein Geschäft verkauft, habe meine Heilpraktikerpraxis wieder eröffnet. Also dann habe ich ja schon seit 30 Jahren den Heilpraktiker. Ja, und habe dann beschlossen, YouTube-Kanal aufzumachen. Und das Ding ist ja
wie eine Rakete nach oben und steht heute da, wo er heute steht. Und ich bin, so komisch es sich anhört, ich bin tatsächlich, man könnte fast schon sagen, dankbar, dass ich also an diese letzte Narzisstin geraten bin, weil die hat mir die Augen geöffnet. Die hat mir die Augen geöffnet und mir gezeigt, was alles im Argen lag und hat mir gezeigt, also in dem Moment, wo ich anfange, zu mir selbst zu stehen, wo ich mir sage, ich bin okay und du hast Fähigkeiten und du hast Möglichkeiten und jetzt komm, jetzt setz es um. Ja, in dem Moment kannst du ein wirklich so tolles Leben führen. Ich vergleiche das ja in meinen Videos immer mit Neo aus dem Film Matrix, wo es die rote Pille gibt und die blaue Pille. Und er hat sich für die rote Pille entschieden. Ja, ich habe mich auch für die rote Pille entschieden. Unglaublich schmerzhaft zunächst einmal dahin zu schauen. Aber heute würde ich sagen, yes, alles richtig gemacht. Ja, du bist ja wirklich einer der Titanen bei YouTube, was Narzissmus angeht. Also ich bin wirklich, ich schätze das sehr, dass wir überhaupt hier sitzen gerade, weil ich bin ja noch im Vergleich, versuche mich irgendwie aufzuraffen, aber du hast ja wirklich einen sehr guten Kanal auch. Und ein Punkt, den du gerade gesagt hast, finde ich wirklich sehr essentiell, sehr wichtig und sehr gesund. Nämlich, du hast das Beste daraus gemacht. Du hast so gesehen das Positive im Negativen gefunden. Und das ist ein Punkt, der so schwierig ist auch zum Teil bei Narzissmus, weil es so einfach ist zu sagen, es ist unfair, was soll das eigentlich? Ich bin jetzt das Opfer. War es unfair? Ja. Ist es schwierig auch? Ja. Aber die Frage, die man sich da stellen kann, was bringt es denn? Also es ändert nichts an der Tatsache, dass man um ein glückliches Leben zu führen, muss man da raus, muss man aus der Opferrolle raus. Man muss das ablegen, aktiv ablegen. Und es spielt keine Rolle, ob es fair ist oder unfair. Denn wenn man sagt, wenn man da einfach sitzen bleibt in der Opferrolle, wird sich nichts ändern und man wird immer weiter von einem Narzissten missbraucht werden. Das ist einfach so. Und wenn man sagt, und ich bin mir sehr sicher, das war nicht einfach, und umso stolzer kann man rückwirkend auf sich selbst sein, zu sagen, ja, ich habe es daraus geschafft, ich habe viel erkannt. Ich habe im ersten Moment die Gedanken zugelassen, die im ersten Moment auch schmerzvoll sind, um aber langfristig den Schmerz beiseite zu legen. Denn die ganzen unterbewussten Gedanken, das Leiden, das muss durch das Bewusstsein durch, damit man das verarbeiten kann, damit es dann rausgehen kann. Das heißt, es wird am Anfang schmerzvoll sein. Aber was ist die Alternative? Dass es einfach immer zwar unterbewusst ist, aber man wird trotzdem immer einfach weiter leiden. Und das sieht man jetzt einfach an dir. Bestes Beispiel. Du hast einfach das Beste daraus gemacht. Und das ist auch so eine Sache, die oftmals bei YouTube, und das ist mir erst aufgefallen, als ich selbst so ein bisschen gestartet habe, dass bei YouTube kommt Hetzen sehr gut an. Das ist eine Sache, die ich aus Prinzip nicht mache. Einfach immer weiter zu hetzen, weil es den Zweck verfehlt, Menschen zu helfen. Was ist das Ziel? Wir wollen Menschen helfen, aufklären und helfen. Wird es im ersten Moment diese Phase kommen, wo man sagt, ja, das genau das, was du meintest. Und ich glaube, das kennt jetzt auch wirklich jeder hier, wenn man zum ersten Mal die Beschreibung durchliest. Narzissmus, vielleicht sogar eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Man denkt sich, oh mein Gott, wie kann das eigentlich sein? Es stimmt alles und vor allem, es ist so genau und detailreich zum Teil beschrieben, wo man sagen kann, das ist es. Das ist es. Und es wird diese Phase kommen, wo man sich dann wirklich darüber aufregt. Aber früher oder später muss man weitermachen und sagen, ich gebe dem Narzissten nicht mehr die Genugtuung, meine Energie auf ihn oder auf sie zu verschwenden, sondern werde die Energie jetzt auf mich zu richten. Das ist einfach so ein Phänomen, das bei YouTube, das so ein bisschen sehr drastisch dargestellt wird. Narzissmus, der Teufel pur. Und alle, die nicht narzisstisch sind, absolut perfekt. Und es gibt Kanäle, die das machen und damit sehr erfolgreich werden, aber ich mache das nicht, weil es den Menschen nicht hilft. Wie kommt man am besten aus dieser Phase raus, beziehungsweise wie schafft man es, nicht in diesem Hetzen drin zu bleiben und tatsächlich das Beste daraus zu machen, tatsächlich das Gute im Negativen zu finden? Wie hast du das geschafft? Ja, also zunächst einmal absolut richtig, was du eben gerade gesagt hast, gehe ich absolut d'accord.
Eine Geschichte, du hast es so ein bisschen erwähnt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es tatsächlich Opfer gibt. Ja, also wenn sich die Menschen, die emotionalen Missbrauch erlitten haben, als Opfer bezeichnen, dann haben sie durchaus recht. Ja, es gibt einen Täter oder eine Täterin und es gibt ein Opfer. Und ich denke, das allererste ist zunächst einmal, das anzuerkennen, dass man Opfer von emotionalem Missbrauch war. Das ist das, was ich in meinen Videos auch immer wieder sage. Das ist das, was ich meinen Klienten in meiner Praxis auch immer wieder sage. Erkenn ruhig an, dass du Opfer von emotionalem Missbrauch warst. Und lass diese Wut, lass diese Verzweiflung, lass diesen Hass darüber durchaus auch mal raus. Also Hass und Rachegedanken zu verspüren ist absolut okay. Das umzusetzen, ja, schädlich umzusetzen gegen andere Menschen oder so, ist ein absolutes No-Go. Aber sich jetzt selbst zu sagen, ich darf keine Wut empfinden, ich darf keinen Hass empfinden, weil das sind negative Gefühle. Ja, ich meine, wo kommen wir denn hin, wenn wir sagen, das sind negative Gefühle? Das sind Dinge, die uns vielleicht in der Kindheit von unseren Eltern, von unseren Großeltern oder von wem auch immer manchmal beigebracht wurden, ne? Wut und Hass sind negative Gefühle. Aber es ist doch so natürlich und selbstverständlich, wenn wir betrogen werden, nehmen wir jetzt mal ein ganz normales Beispiel, Autokauf, ja, du wirst betrogen, ja, das ist doch ganz normal, dass du dann wütend bist, ja, und dass du dann zu Hause meinetwegen auch wie Springteufelchen durch die Gegend springst und deiner Wut Ausdruck verleihst. Alles andere würde dazu führen, dass du in eine Depression abrutscht. Also das sagt ja jeder Fachmann. Depression bedeutet oder Depression ist nicht gezeigte, nicht ausgelebte Wut. Ja, erlebe übrigens auch immer wieder in meiner Praxis, wo also zunächst einmal so die Leute, wenn ich die dann im Rahmen meiner Traumatherapie da so reinführe, so ganz vorsichtig, ja, in ihre, ja, ich sag mal, Lähmung. Depression ist ja auch Lähmung irgendwo, ne? Wenn ich sie das spüren lasse. Und dann merkt man plötzlich, boah, ja, da kommt Wut hoch. Ja, und dann sage ich, okay, bist du jetzt noch depressiv? Ja, nee, bin ich nicht mehr, kommt dann die Antwort. Ne? Und also das ist das Erste, das anzuerkennen. Und es gibt verschiedene Phasen der Heilung, wenn wir auch aus emotionalem Missbrauch rauskommen. Die erste Phase ist aller Wahrscheinlichkeit nach der totale Breakdown. Also das wirst du auch gehört haben, ne? Dass die Leute vor dem Scherbenhaufen dastehen und zu nichts mehr in der Lage sind. Also ich habe schon Klienten gehabt, die haben mir erzählt, dass sie 3 Tage lang in ihrer Wohnung gelegen sind. Die konnten nichts mehr essen. Die haben das Nötigste getrunken. Das war Lähmung, ja, Lähmung, fassungsloses Entsetzen. Und dann kommt, wenn diese Phase überwunden ist, kommt Wut, Verzweiflung, Trauer, Hass, all das kommt hoch und das darf sich zeigen und es sollte sich zeigen. Ja, dann kommen wir dann irgendwann. Also ich habe da zum Teil von Wochen auch gehört, wo man in dieser Phase ist von gelähmt sein. Ja. Und irgendwann kommen wir dann tatsächlich in die Phase der Akzeptanz. Und das ist das Beste, was es gibt, ja, in die Phase der Akzeptanz zu kommen, wo man sich selbst vergibt. Also es ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt vor kurzem ein Video gedreht habe, das wird dann demnächst auch veröffentlicht, ja, weil ich habe festgestellt, dass ein Zuschauerkommentar, der wird bis heute, also der ist, die Ursprungskommentar, der ist vor 2 Monaten geschrieben worden. Ich kann es nicht fassen, dass ich das habe mit mir machen lassen, war der Ursprungskommentar. Und die Folgekommentare darüber, die reißen bis heute nicht ab. Dass die Leute da sitzen und sagen, mein Gott, in was bin ich da eigentlich reingeraten? Wie blöd war ich eigentlich, dass ich das habe mit mir machen lassen? Und das ist so die Vorstufe zu der Akzeptanz. Ja, sich selber zu vergeben, einen Abschluss zu machen. Und wenn man da angekommen ist, ja, sich selbst zu vergeben, was Schöneres gibt es nicht, Marc, ne? Sich zu sagen, ich wusste es nicht besser. Ich habe mein Bestes gegeben, ja, und es hat nicht gereicht, weil in einer toxischen Beziehung hast du per se keinen Auftrag, ne? Also ich sage immer, du kannst in einer toxischen Beziehung einen Engel an die Seite eines Narzissten zum Beispiel stellen, die Beziehung würde scheitern. Und es geht darum, sich selber zu verzeihen. Wenn man möchte, kann man auch seinen Peiniger vergeben, sage ich, vergeben. Vergebung heißt nicht gleich entschuldigen. Das ist eine ganz andere Geschichte, weil entschuldigen kannst du das nicht.
Wer das entschuldigen kann, was da angerichtet wurde, sei mal dahingestellt. Aber du kannst vergeben. Und vergeben heißt einen Abschluss machen. Vergeben heißt, ich weiß ganz genau, was du gemacht hast. Ja, das ist unterste Schublade. Mit mir nie wieder. Geh deiner Wege. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich vergebe dir. Ja, soll nichts anderes heißen als geh du deiner Wege. Ich geh meiner Wege. Und Ende Gelände. Das ist das, was ich immer wieder versuche rauszustreichen. Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, ja, wie gestaltet man jetzt Videos auf YouTube? Das ist eine wirklich gute Frage. Natürlich, wir YouTuber, sind wir mal ganz ehrlich, ja, wir verdienen ja auch Geld, ja, mit Werbung. Und das ist auch schön, dass wir Geld damit verdienen. Und es ist auch absolut okay. Ja, unsere Zuschauer bekommen Mehrwert, ja, wir bekommen die Werbeeinnahmen, also Win-Win-Situation. Ne? Gut, wie schaffen wir es nun, ich sag mal, einen Titel oder ein Video so zu gestalten, dass es auch geklickt wird? Und du kennst den Ausdruck Clickbaiting, ja, also einen Titel so reißerisch gestalten, dass jeder dann draufklickt. Na, das Problem bei dieser Geschichte, die Zeiten sind so ziemlich vorbei, ja, wo man die Leute mit Clickbaiting, ich sag mal, so an den Haken kriegen konnte, weil die Videos, die dann sich als Clickbait herausstellen, die werden dann vielleicht 30 Sekunden geguckt und dann sind die auch wieder weg, die Zuschauer. Und dann merkt YouTube das auch. Es gibt ja einen Algorithmus und schlägt diese Videos auch nicht mehr vor. Also das ist schon mal eine Geschichte. Also es ist so eine Gratwanderung, sage ich mal. Also auf der einen Seite muss unbedingt Interesse geweckt werden, gar keine Frage. Ja, auf der anderen Seite bin ich absoluter Gegner. Ich sag mal so, kann man jetzt hier Bildzeitung sagen, ohne gleich in Schwierigkeiten zu geraten? Ich glaube schon, ne? Also so Bildzeitungsniveau, solche Titel zu bringen wie hängt ihn auf, ja, und also finde ich absolut verwerflich, und damit ist letztendlich niemandem gedient. Ja, und da sage ich immer, okay, jeder bekommt sein Klientel, ja, also jeder YouTuber hat so sein Klientel, also ich finde es nicht okay, ja, solche Videos zu bringen, weil die Opfer, die Leute, die emotionalen Missbrauch erlitten haben, kommen nicht aus ihrer Opferrolle raus, wenn so, ich sag mal, ja, gehandelt wird. Ja, da heißt es dann immer der böse, böse Narzisst und du armes, armes Opfer. Und darum kann es nicht gehen. Ja, darum kann es vielleicht mal in einer kurzen Phase der Verarbeitung einer toxischen Beziehung gehen. Aber es kann nicht das Hauptthema sein. Nein, wirklich nicht. Ja, das fand ich auch richtig sehr gut, was du am Anfang meintest, dass man akzeptiert, ich war ein Opfer. Und da auch wirklich Fokus auf wahr. Man nimmt das an. Ja, es ist passiert. Und dann, was damit einhergeht, diese Akzeptanz, diese radikale Akzeptanz. Ja, es ist passiert. Ja, ich habe mich auch ausnutzen lassen. Es ist passiert. Aber in der Zukunft wird es nicht wieder passieren. Und ich, genau wie du sagst, ich werde da nicht in der, ja, eben in der Opferrolle hängen bleiben. Und eine Sache, die du auch gesagt hast, finde ich auch wirklich sehr gut, die man aber tatsächlich gar nicht mal so oft hört. Was ich aber auch selbst vertrete, beziehungsweise ich drücke das immer ein bisschen anders aus. Ich sage immer, dass man dem Schicksal verzeiht. Und da bekommt man oft eine emotionale Reaktion, die nicht unbedingt positiv ist, wo man dann sagt, wie kannst du eigentlich nur? Der ausschlaggebende Punkt ist, für wen machst du das denn? Für dich selbst, damit du selbst ein glückliches Leben führen kannst. Es geht nicht darum, ein Jesus zu sein oder eine tolle Person zu sein oder überhaupt irgendwie dem Narzissten etwas Gutes zu tun, sondern für dich selbst, dass man sagt, es ist passiert. Die Person ist einfach so, wird sich nicht ändern. Ist es gut, was die Person tut und gemacht hat? Nein, ganz klar nicht. Es ist schlecht und verwerflich. Aber auch da kann man sich die Frage stellen, wie geht man damit um, mit der Vergangenheit? Wird man in der Vergangenheit immer weiter leben und aus Prinzip sagen, nein, das war nicht fair und ich werde mich jetzt immer weiter darüber aufregen? Oder wirst du versuchen, das möglichst glücklichste Leben zu führen, was du nur kannst? Denn das ist ja unser jedes Ziel.
unseren glücklichen Pfad zu finden im Leben. Und dazu gehört, Verarbeitung der Vergangenheit und dem Schicksal zu verzeihen, dass die Sachen passiert sind, wie sie sind. Denn jede Person auf der Welt, jede einzelne Person, ist mir egal, ob du ein Milliardärskind bist, jede einzelne Person hat einen Grund, in der Opferrolle zu sein und zu sagen, es war nicht fair. Aber was machst du da draus? Was macht man daraus? Wirst du etwas aufbauen? Wirst du Stärke zeigen, Resilienz zeigen und glücklich werden? Und das ist ja im Endeffekt die Frage. Ich bin schon fast dazu verlockt, einfach nur zu schauen, weil ich kann mir eigentlich gar nicht, also ich wollte gerade sagen, ich bin dazu verlockt, ein Video zu machen mit dem Titel, hängt ihn einfach auf, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt gut ankommt. Aber andererseits kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das gut ankommt, weil es so unglaublich reißerisch ist. Und das ist aber leider das Ding, so bei YouTube, jeder kann hochladen, ist ja auch gut so, aber da muss dann einfach jeder selbst entscheiden. Was wirst du dir angucken? Wirst du dir etwas anschauen, was dir etwas gibt, wo du dann wirklich an dir selbst arbeiten kannst und heilen kannst und nach vorne schreien kannst oder nicht? Du bist sehr erfolgreich bei YouTube. Was glaubst du, ist bei dir, warum sprichst du so viele Menschen aus dem Herzen? Warum sprichst du so viele Menschen an? Weißt du, was ich meine? Ja, also es ist komischerweise so, dass ich vor 30 Jahren ja meinen Heilpraktiker gemacht hatte und da auch schon mal eine Praxis aufgemacht habe. Und es war damals schon vor 30 Jahren mein Wunsch, eher so in Richtung Psychotherapie zu gehen. Also so Akupunktur und Homöopathie und was es da noch so alles gibt, war eher eigentlich wirklich nicht so mein Ding. Ja, und ja, dann bin ich halt davon abgekommen. Also es kam dann Ehe, es kamen Kinder und ja, und die Praxis lief also damals vor 30 Jahren auch wirklich nicht besonders gut, obwohl ich damals der einzige Heilpraktiker vor Ort war. Ich war ja mörderstolz, ne? Boah, jetzt Praxis, ja, und einzige Praxis, also Naturheilpraxis vor Ort, aber ist einfach nicht gelaufen. Naja, das Projekt ist dann ja sang- und klanglos mehr oder weniger eingestampft worden. Ja, jetzt vor anderthalb Jahren wieder zum Leben erweckt worden. Und da sage ich mir dann irgendwie auch, ja, wahrscheinlich, um jetzt so von Schicksal zu reden, ja, wahrscheinlich war es jetzt erst an der Zeit, ja, damit jetzt, ich sag mal, erfolgreich zu werden. Und woran liegt das, Magner? Ja, ich bin einfach, ich sag mal, auch ein Kind, was nicht die beste Vergangenheit gehabt hat. Ja, ich habe durch meine Beziehung, die ich geführt habe, wahrscheinlich auch in Kindheit in der Kindheit emotionalen Missbrauch erlitten und ich weiß, wovon ich rede und ich war schon immer jemand, der unglaublich empathisch war, ja, also der sich wirklich in die Belange anderer hineinversetzen konnte. Und das ist, denke ich, eine Voraussetzung, die du mitbringen musst, wenn du als Therapeut arbeitest, wenn du als erfolgreicher Therapeut arbeiten möchtest. Ja? Und mit erfolgreich meine ich jetzt nicht unbedingt finanziell erfolgreich. Du kannst auch ja mal kurzfristig vielleicht finanziellen Erfolg haben, aber langfristig, denke ich, wirst du wirklich nur Erfolg haben, wenn du ehrlich bist, wenn du authentisch bist, wenn du wirklich voll und ganz dahinter stehst. Und also, wenn ich irgendwo voll und ganz dahinter stehe, dann ist es hinter dem YouTube-Kanal, den ich aufgemacht habe, dann ist es die Praxis, die ich aufgemacht habe. Und jetzt kommen natürlich noch so ein paar andere Sachen dazu, für die ich nichts kann. Also ich bin jetzt mittlerweile, mache ich auch kein Geheimnis draus, 62 Jahre alt. Also ich meine, das ist einfach das ist jetzt auch ein Alter, wo die Leute sagen, nur dem kann man schon vertrauen. Ne? Also jetzt also einer 25-Jährigen, die jetzt da auf YouTube sich rumtummelt und sagt, hey, ich bin euer Coach. Ja, keine Ahnung, ne, ob das so gut ankommt. Ne? Ob man der sagt, willst du mich coachen? Also ich glaube eher nicht. Ne? Und ja, und dann kommen jetzt, wie gesagt, so ein paar Sachen dazu, für die ich jetzt einfach nichts kann. Ja, also das ist mir so in die Wiege gelegt worden. Also ich kann einigermaßen gut reden, ich kann mich ganz gut ausdrücken. Ja, und ich mache, das wird mir ja immer wieder gesagt, kann ich jetzt auch nichts für. Ich mache einen seriösen und vertrauenserweckenden Eindruck. Und ich denke, das sind so die Hauptgründe, warum ich auf YouTube erfolgreich bin. Aber wirklich, ich denke, der
Der wichtigste Grund ist wohl wirklich der, dass ich authentisch bin. Also ich weiß wirklich, wovon ich rede, und es gibt wohl nichts, wofür ich dann tatsächlich mehr brenne, wenn ich meine Videos mache, wenn die Klienten in meiner Praxis sitzen. Und wir kommen ja vielleicht noch mal drauf zu sprechen. Also es gibt verschiedene Traumatherapeuten, und es gibt gute Traumatherapeuten, es gibt, keine Ahnung, Mittelmaß, es gibt schlechte Traumatherapeuten, es gibt hervorragende Traumatherapeuten. Aber ich denke, auch hier kommt es eben halt darauf an, zu spüren, was in dem anderen gerade los ist. Was ist gerade sein Thema? Und das so ein bisschen herauszukitzeln. Das ist wie bei so einer Skulptur, die einen Bildhauer. Es gibt gute Bildhauer, schlechte Bildhauer. Ja, wo also jetzt wirklich ein begabter Bildhauer, ja, hingeht und aus einem Stück Holz eine wundervolle Statue zum Beispiel fertigt. Ne? Und ich bin wirklich bemüht, ja, also das, was in meinen Klienten schlummert, hervorzuholen. Ja, jetzt muss ich natürlich kurz was dazu sagen. Ich bin auch nur 27, aber ich muss da dann auch wirklich hinzufügen, ich habe sehr viel, sehr jung auch abbekommen und war dazu einfach gezwungen, mich sehr damit auseinanderzusetzen. Das heißt, was allgemeine Lebensthemen angeht, bist du definitiv da auch der bessere Ansprechpartner. Aber was Narzissmus angeht, kenne ich mich einfach wirklich unglaublich gut aus. Und das merke ich wirklich auch mit der Zeit, da bin ich zum Teil selbst überrascht, weil ich habe sehr lange einfach viele Thesen aufgestellt, Theorien mir für mich selbst aufgearbeitet, um da einfach, ja, das Thema Narzissmus zu verstehen. Und das bestätigt sich jetzt alles dann auch wirklich von der Fachliteratur in der Wissenschaft, wo ich dann wirklich begeistert bin, wenn man dazu gezwungen ist, etwas zu machen, wie effektiv man da auch ist. Und dass ich da auf jeden Fall dann auch, also ich habe mehrfach gehört, dass die paar Gespräche mit mir mehr wert waren als 10 Jahre Therapie mit jemandem, der sich dann nicht auskennt. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin kein Psychotherapeut. Ich habe meine Bachelorarbeit in Physik geschrieben. Aber ja, das muss ich nur kurz da hinzufügen. Aber ja, auf jeden Fall würde ich da auch noch sagen, dass wenn man authentisch ist, das ist das Beste, was man machen kann. Langfristig gesehen, genau wie richtig, wie du gesagt hast, vielleicht hat man dann, also gesehen, ein Spike in seinen vielleicht Zuschauerzahlen. Aber die Frage ist, wird man langfristig Menschen helfen können? Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum du auch so erfolgreich bist, weil du den guten Hintergedanken hast. Du möchtest helfen. Du machst auch nicht, aus Prinzip machst du nicht dieses reißerische, holt eure, Pitchforks, wie heißt das auf Deutsch? Also holt eure Schwerter und mir fällt das Wort nur auf Englisch an. Die Fackeln und die Schwerter. Was sagst du auf Englisch dazu? Pitchfork and Torches. Die Heugabeln, ne? Heugabeln, genau. Holt eure Heugabeln. Forken und Heugabeln. Genau. Und dann jagen wir den Narzissten und dann wird der aufgehängt. Aber das hilft einem einfach nicht. Das heißt, du hast diesen ehrlichen, guten Willen mit dem ehrlichen, guten Herzen und langfristig erkennt man das einfach. Und langfristig, ja, hat man dann einfach, merken die Menschen. Menschen merken, glaube ich, auch viel mehr, als man denken würde, ob jemand gerade authentisch ist oder nicht und welcher Wille dahinter steckt. Und man kann Menschen kurzfristig, vor allem wenn man viele Videos auch macht, und du hast ja auch wirklich sehr viele Videos, kann man Menschen kurzfristig hinter das Licht führen, aber langfristig geht das einfach nicht. Und ich glaube, genau richtig, wie du gesagt hast, dass das da wirklich eine große Rolle spielt. Michael, was würdest du sagen, ist, wenn man da ganz neu gerade ist im Thema Narzissmus, was ist so die erste große Erkenntnis, die wichtig ist, um zu verstehen, mit wem ich es gerade zu tun habe? Ganz, ganz schwierige Frage, Marc, weil das Handwerkszeug eines Narzissten, also ich gender jetzt nicht, ne, also mit dem Narzissten meine ich sowohl den Narzissten als auch die Narzisstin. Das Handwerkszeug eines Narzissten ist ja Gaslighting. Ne, also das Hauptinstrument ist Gaslighting. Ne, und du hast es wirklich, wenn du es mit einem solchen Menschen zu tun hast, nicht auf dem Schirm, dass es solche Menschen gibt, die dir eiskalt ins Gesicht lügen, die dir sagen, Baby, ich liebe dich, aber dir wirklich
von hinten den Dolch in den Rücken rammen, die an deiner Existenz säbeln, ja, die es darauf anlegen, deine Persönlichkeit zu zerstören. Also das hört sich jetzt so dramatisch an, aber es ist genau das, was ich immer wieder erlebe. Es ist genau das, was die Zuschauer in den Zuschauerkommentaren immer wieder schreiben. Und ich bin da auch absolut deutlich. Und das ist übrigens auch etwas, was uns Aufklärer von Psychotherapeuten unterscheidet. Ne? Also wenn du zu einem Psychotherapeuten gehst, kann es dir passieren, dass gesagt wird, ja, also wenn sie das jetzt so beschäftigt, wenn sie das so aufregt, ne, also dann müssen sie jetzt schon mal bei sich selber gucken, was bei ihnen jetzt nicht stimmt. Ja, und bupp, wird der Ball dir wieder zugespielt und du bist jetzt das zweite Mal gegaslightet worden und denkst, oh mein Gott, ne, was ist jetzt nicht in Ordnung? Und du glaubst gar nicht, wie, und jetzt kommen wir auf die Beantwortung deiner Frage, du glaubst gar nicht, wie befreiend es ist für die Menschen, zu hören, du, mit dir ist eigentlich alles in Ordnung, ja, du bist die ganze Zeit nur, ja, um es mal so ganz deutlich auszudrücken, du bist die ganze Zeit einfach nur von vorne bis hinten verarscht worden, ja, und hast dir ein X für ein U machen lassen. Du hast dauernd den Fehler bei dir selbst gesucht, wo eigentlich gar nichts zu suchen war. Das ist die Hauptproblematik und das ist wohl etwas, was Menschen, die, ich sag mal, beginnen zu erwachen, erst einmal ja, erleben müssen. Ja? Also das ist wirklich so ein wirklich großes Aha-Erlebnis. Und dann kommt noch was Zweites, noch etwas Zweites dazu. Und zwar, es ist die, ich sag's mal so, es ist diese Menschen verwechseln Abhängigkeit mit Liebe. Zu mir kommen immer wieder Menschen in die Praxis, die erzählen mir, wie sie beleidigt werden, wie sie wirklich gedemütigt werden, wie ihnen auch wirklich Schimpfworte an den Kopf geworfen werden. Die kann ich hier gar nicht wiedergeben, ja. Und die geben sich anschließend noch selber die Schuld und sagen, naja, ich habe ihn ja provoziert und so weiter und so fort. Und diesen Leuten klar zu machen, wenn du als, jetzt mal ein Beispiel, wenn du als dumme Sau beschimpft wirst in der Ehe, ne, und dir der Mittelfinger gezeigt wird, ja, nee, da gibt es nichts mehr zu reden. Ne? Also mit so einem Menschen musst du dich nicht abgeben. Also da müssen wir auch gar nicht mehr weiter rumreden. Ja? Ob jetzt, was weiß ich, Narzissmus, Borderliner, Psychopath oder was es sonst noch an, ich sag mal, gestörten Persönlichkeiten gibt. Ja? Diese Menschen dahin zu bringen, zu sagen, okay, genug ist genug. Ja. Auf jeden Fall und zu sich selbst zu stehen. Sehr gut gesagt, dass man da wirklich auch eine Linie ziehen kann und sagen kann, wenn man einmal diese Grenze von mir überschreitet, dann mache ich das einfach nicht mehr mit. Egal wie sehr du wieder versuchst, das, ja, den Finger wieder auf mich zu zeigen, zu sagen, ja, aber du hast mich provoziert. Und da ist ja auch oftmals die Schwierigkeit im Narzissmus, dass da gewisse Sachen, so gewisse Kerne sind oftmals tatsächlich wahr. Aber sie werden diese nehmen und so unglaublich verzerren. Und da muss man wirklich, das ist, glaube ich, auch wirklich eine große Schwierigkeit, das zu verstehen. Man muss überhaupt die Bereitschaft haben, das so zu machen. Denn die meisten Menschen sind einfach nicht dazu bereit, andere Menschen so zu verarschen. Und so hinterlässt. Das ist genau die Problematik, ganz genau. Ja, die Leute haben es schier nicht auf dem Schirm, dass es so etwas gibt. Ja, das ist genau die Problematik, Marc, ganz genau. Ja, und sie werden ja wirklich zum Teil dann etwas nehmen, wo man von sich aus selbst behaupten kann, okay, da bin ich jetzt nicht unbedingt so stolz darauf. Und sie werden so den Finger in diese Wunde reinbohren und sagen, ja, aber du hast das gemacht und deswegen musste ich so reagieren. Und ja, deswegen und entschuldige. Da fällt mir wirklich, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, da fällt mir dann wirklich auch so ein ganz typisches Beispiel von einem Klienten, dem in seiner Kindheit immer gesagt wurde, von den eigenen Eltern, ja, du nimmst dich viel zu wichtig, du drängst dich immer in den Vordergrund.
So, jetzt vergehen Jahre, dieser Mensch wird erwachsen und wen wundert's, ja? Dieser Mensch, der hat nicht die Möglichkeit gehabt, Werte zu entwickeln, der hat keine Möglichkeit gehabt, Grenzen hochzuhalten. Dieser Mensch gerät nun, Wunder, oh Wunder, an einen Narzissten, ja? Und Narzissten sind ja intuitiv unglaublich begabt. Also nicht mit Empathie zu verwechseln, ne? Also wir reden hier von Intuition, ne? So Arnold Schwarzenegger, Terminator, der Scan. Ja, der scannt dich, ja, was für ein Mensch bist du, wo sind deine Schwachstellen, und dann hat er ganz schnell raus, dieser Mensch, das mit dem Satz, du drängst dich ja immer in den Vordergrund, ja, und du nimmst dich ja viel zu wichtig und du bist ja viel zu empfindlich, ja, dass er den Menschen damit manipulieren kann. Ja. Ja, das muss man auch ganz klar so sagen. Also sie gehen wirklich schon fast, als ob sie wirklich so einen Algorithmus im Kopf haben. Wie kann ich jetzt rausfinden, wie ich dich so gut wie möglich manipulieren kann? Wie kann ich dich nehmen? Wie kann ich deine Schwachstelle finden und nicht, so wie es in einer gesunden Beziehung wäre, dich wieder da aufzustemmen, dass ich versuche, dir da wirklich zu helfen und dir versuche, da wirklich eine Säule da in diesem Schwachpunkt in deinem Haus da vielleicht aufzubauen, sondern sie werden so tun, als ob sie das machen, aber eigentlich werden sie das nehmen und einen komplett hinters Licht führen. Und das macht es umso schwieriger, da überhaupt einmal drauf zu kommen. Denn das ist auch eine Sache, die damit zu tun hat, sich selbst zu verzeihen. Im Nachhinein sind so viele Sachen so unglaublich offensichtlich, aber man muss erstmal darauf kommen, dass man hinters Licht geführt wird. Und dieser Schritt, das ist ein ganz großer Schritt, der wirklich nicht einfach ist. Denn man muss erstmal darauf kommen, dass die Person nicht ehrliche Intention hat. Und wenn sie dir zum Beispiel sagt, ich will doch nur das Beste für dich, und es dir so verkauft mit deinen emotionalen Schwachpunkten oder mit deinen emotionalen Punkten, sie weiß, wie du emotional tickst, dir das so verkauft, ganz bewusst oder ganz aktiv, dass du das glaubst, da muss man erstmal darauf kommen, dass sie einen verarscht einfach nur und dass sie eigentlich nicht das Beste für einen möchte. Und da gehört so gesehen viel Input dazu. Es ist unmöglich, das an einer Sache zu erkennen, weil sie so geschickt sind. Da gehört unglaublich viel Input dazu. Und wenn man all diese Sachen vergleicht und diese Gemeinsamkeiten wiederfindet und vor allem auch dann bei anderen Menschen in Erzählungen bei YouTube vielleicht genau die gleichen Sachen erfährt, dann macht es einmal Klick im Kopf und dann versteht man das. Aber das ist auch so ein Punkt, den man sehr oft hört, den du ja auch angesprochen hast, mit dem sich selbst verzeihen. Man muss da erstmal drauf kommen und das ist nicht einfach. Ja. Da fällt mir jetzt mal eine Frage ein, Marc, die ich jetzt dir mal stellen würde. Wo siehst du jetzt eigentlich die Ursachen von Narzissmus? Macht es überhaupt Sinn, über die Ursachen zu reden? Weil entscheidend ist ja letztendlich, was diese Menschen machen. Also was Narzissten, Narzisstinnen machen. Mhm. Ja? Lohnt es sich, über die Ursachen zu reden? Siehst du irgendwelche Ursachen? Das ist eine sehr gute Frage und ich hatte genau das gleiche Gespräch auch mit Delia Schreiber im Interview vorletzten Video, entweder letztes oder vorletztes. Und als Physiker bin ich sehr daran interessiert, was die Ursache sind. Und wir haben da, glaube ich, tatsächlich, als ich das nochmal nachgeschaut habe, ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Weil ich spreche sehr viel auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung an. Und ich bin überzeugt, absolut davon überzeugt, dass es das gibt. Und ich glaube, Delia erzählt mehr über mehr so den klassischen Narzissten. Und da gibt es definitiv Unterschiede auch. Je mehr man in die narzisstische Persönlichkeitsstörung drin ist, umso mehr leidet man selbst. Und ich muss sagen, ich war selbst danach, war ich viel am Überlegen. Leiden diese Menschen tatsächlich überhaupt nicht? Aber ich muss sagen, ich kenne einfach Menschen, die aber auch sie leiden einfach, aber anders als sie es vermitteln. Sie vermitteln eine solche emotionale, psychische Zerstörung, dass man einfach nicht anders kann als, oder im Moment, wenn man sich da nicht auskennt, nicht anders kann, als sich darauf einzulassen. Sie leiden auf eine sehr andere Art und Weise. Und ich würde da auch sagen, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung sich wirklich erst im Alter verfestigt und sich dadurch zeigt, ob und wie man dann mit der Verantwortung umgeht. Wenn man dann Verantwortung an sich reißt, Familie aufbaut, Job nimmt, viel zu viel übernimmt,
dann aber eben mit der Verantwortung überhaupt nicht umgehen kann und sie verstößt und dadurch dann aber auch die Menschen im nahen Umfeld gegen sich wendet, dann wird es zur Persönlichkeitsstörung, wenn man immer weiter da drin ist und dann leidet man natürlich auch. Sie sind keine Psychopathen, sie brauchen die Anerkennung von außen, vor allem von den Menschen im nahen Umfeld, also Familie, und diese Menschen wenden sich gegen sie. Und das ist ein absoluter Stich ins Ego, das ist ihre größte Angst im Leben, dass die Menschen, die am nächsten bei ihnen waren, vor allem die Menschen, die sie früher mal komplett bedingungslos angehimmelt haben, also die Kinder, sich abwenden und sie als Witzfigur sehen. Also leiden sie ganz klar bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Beim klassischen Narzissten ist es natürlich etwas anderes. Also es ist ein Spektrum, auf jeden Fall. Und bei der Ursache würde ich auch auf jeden Fall sagen, und da waren im Endeffekt waren wir da auch gleicher Meinung, es ist Genetik und Umfeld. Mhm. Und ich würde auch sagen, es ist schwierig, bei solchen Sachen eine Prozentzahl zu geben, aber es ist im Endeffekt, also man kann sicherlich, könnte man statistisch gesehen im Durchschnitt sagen 50-50, aber es ist einfach eine Kombination der beiden. Welche Genetik ist gegeben, welcher Input geht da rein und man wird so eine gewisse Tendenz haben. Das heißt, wenn eine Blume eine gewisse Tendenz hat, in eine gewisse Richtung zu wachsen und wenn der Wind dann auch noch dazu kommt, stellt sich dann die Frage von der Blume her, wie ist die Natur der Blume? Lässt sie sich sehr stark vom Wind beeinflussen? Lässt sie sich minimal vom Wind nur beeinflussen? Vielleicht sogar gar nicht, vielleicht aus Trotz geht sie in die andere Richtung. Das spielt dann auch mit rein. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass das auf jeden Fall hilft, damit man eben dem Schicksal verzeihen kann. Damit man sagen kann, du bist so, du hast dir das nicht ausgesucht. Du bist im Endeffekt auch eigentlich gestraft vom Leben. Nichtsdestotrotz, so wie du dich verhältst anderen Menschen gegenüber, so wie du dich verhalten hast mir gegenüber, war absolut verwerflich, kann ich dir nicht verzeihen, aber ich verstehe jetzt. Das ist so meine Herangehensweise. Wie siehst du das? Ja, also ich habe mich natürlich damit auch auseinandergesetzt mit dieser Frage und kann es nicht abschließend klären. Also wenn ich jetzt sagen würde, ganz klar, Narzissmus ist vererbt, würde die andere Fraktion aufstehen und sagen, na, stimmt ja so überhaupt nicht. Für mich, Marc, stellt sich die Frage eher nicht nach den Gründen, weil ich schaue mehr auf das, was angerichtet wird. Und ich sehe auch tatsächlich Narzissmus etwas anders als zum Beispiel der DSM. Also DSM ist ja dieses berühmte Nachschlagewerk für psychische Krankheiten. Da wird dann Narzissmus beschrieben, also bestimmte Kriterien. 9 sind es an der Zahl, müssen nicht erfüllt sein, aber es gibt 9 Kriterien und wenn du 5 davon erfüllst, bist du ein Narzisst. Ja? Und wenn man sich die mal so vor Augen hält, diese Kriterien, also unter anderem heißt ist dann übersteigertes Selbstgefühl, ne? Oder haben keine Empathie. Kann man so machen, aber ich sage mir immer, was bringt es denn, nur auf den Narzissten zu schauen? Ja, ich vergleiche das tatsächlich mit einer körperlichen Krankheit. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel Neurodermitis hättest, ne, dann könnte man sagen, ach du Armer. Aber jetzt haben wir ansteckende Krankheiten. Ja, und dann muss das Umfeld mit betrachtet werden, ja, also das, was diese Krankheit anrichtet. Und jetzt sind wir wieder beim Narzissmus und da habe ich jetzt meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema. Wir können das Phänomen nicht isoliert betrachten. Wir müssen Narzissmus als komplexes Thema betrachten, wo auch immer darauf geschaut wird, was Narzissmus eigentlich anrichtet. Und da haben wir noch ein paar andere Kriterien, die vom DSM überhaupt nicht erfasst werden. Ja? Ganz wichtiges Kriterium ist Gaslighting. Die Opfer werden gegaslightet. Ganz wichtiges Kriterium Schuldumkehr. Ganz wichtiges Kriterium Ausbeutung, der andere wird ausgebeutet. Und weiteres Kriterium, das Allerwichtigste, das kennen wir alle, emotionaler Missbrauch. Und wenn wir darauf schauen, dann sehen wir das Ganze Tatsächliche, was Narzissmus tatsächlich ist. Wenn wir nur den Narzissten, nur die Narzisstin anschauen, sehen wir meines Erachtens nur eine Teilwahrheit. Und es ist unglaublich wichtig, sich das Ganze
anzuschauen und nicht nur darauf zu schauen, was ist jetzt mit dem Menschen los? Ne? Weil dann sind wir ganz schnell in der Ecke, ja, der Arme, der kann ja nichts dafür. Ich meine, ist ja jetzt egal, ne? Ob jetzt nun genetisch bedingt oder traumatisch bedingt, also weil er schlechte Kindheitserfahrungen gemacht hat, da ist man ganz schnell bei der Kiste, ja, der Arme, der kann ja nichts dafür. Und da bin ich ganz, ganz entschieden dagegen, so zu argumentieren. Wir haben die Wahl, ja, also wir, die wir emotionalen Missbrauch erlitten haben, andere Opfer von emotionalen Missbrauch, haben auch die Wahl, wen sie in ihr Leben lassen in Zukunft. Ja? Ob sie Narzissten in ihr Leben lassen, ob sie Menschen in ihr Leben lassen, die sie letztendlich nur missbrauchen wollen. Und ich finde, es ist das Recht eines jeden und es ist auch die Selbstfürsorge eines jeden zu sagen, diese Menschen lasse ich nie wieder in mein Leben rein. Das hat mit Bashing, ja, oder Mobbing oder Stigmatisierung überhaupt gar nichts zu tun. Es ist die Wahl, die wir haben, und es ist die Selbstfürsorge, die wir uns selbst tun können. Genauso wie meines Erachtens Narzissten auch die Wahl hätten. Ja, sie müssten ja keinen emotionalen Missbrauch betreiben, ne? Aber es ist einfach, ja, aus Sicht des Narzissten einfach die einfachste Methode. Die beste Methode funktioniert ja immer. Jeden Tag steht ein Doofer auf, ja. Die beste Methode, um durchs Leben zu kommen. Und deswegen werden Narzissten sich eher nicht in Therapie begeben, beziehungsweise nur dann in Therapie begeben, wenn dann mal die berühmte narzisstische Krise ausbricht. Ja? Und dann, ja, dann ist natürlich Polen offen. Ne? Also ja, da, wir, die Armen, und ich bin so enttäuscht, Gesundheit, ich bin so enttäuscht vom Leben und alle Welt spielt mir übel mit. Ja, und dann begibt man sich in Therapie. Ja, okay. Und dann wird man so ein bisschen aufgepäppelt. Ja, und dann macht man genauso weiter wie bisher. Ja, ja, und das kann es nicht sein. Ich finde da sehr wichtig die Frage, um wen handelt es sich? Vor allem auch bei der Frage, ob sie dann so gesehen, dass man sie selbst als Opfer irgendwie sieht. Denn da ist, würde ich ganz klar sagen, ist es eine Beziehung gewesen oder sind es die Eltern gewesen? Wenn es eine Beziehung ist, da kann man, glaube ich, da geht man einfach anders ran, weil es emotional eine ganz andere Sache ist. Dieses Streben von dem Stolz her ist anders und vor allem Eltern hat man ja immer. Das sind immer deine Eltern. Und eine Beziehung, wenn die vorbei ist, dann ist die vorbei. Und da hat man einfach nicht so sehr dieses, da hat man einfach mehr, die Gefühle sind, glaube ich, nicht, können durchaus auch sehr intensiv sein, aber sie sind einfach anders. Und da würde ich auch sagen, dass da so gesehen zu sagen, die haben selbst gelitten im Leben, funktioniert einfach nicht so gut. Bei Eltern würde ich aber definitiv anders argumentieren, dass es da sehr gut tut und eine gewisse Ruhe dir auch gibt, zu sagen, die können nicht anders und die haben selbst gelitten im Leben. Und sie, das ist wirklich wie eine griechische Tragödie. Sie versagen genau in dem, was ihnen so unglaublich wichtig ist, wegen ihrem eigenen Verhalten aber. Und dass man da sagen kann, also wirklich ganz klar sagen kann, ihr Verhalten böse, ganz, ganz klar. Im besten Fall, wenn es wirklich schlimm ist, Kontakt abbrechen. Aber es kann einem wirklich eine gewisse Beruhigung zu sagen, sie werden selbst einfach kein wirklich zufriedenes Leben führen. Sie sind gestraft. Und sie kann einem so eine gewisse Genugtuung auch geben, aber vor allem auch diese Ruhe geben, zu sagen, sie haben es nicht mit Absicht gemacht. Und da ist es dann wirklich eine gewisse Einstufung wichtig. Und auch da wieder, das hauptsächlich bei Eltern, weil das beschäftigt einen zum Teil deutlich mehr und intensiver, weil das, der Grund ist ja oftmals, wenn man nach der Kindheit in Beziehungen reinrutscht, die sehr narzisstisch geprägt sind, dass man das von der Kindheit kennt und das so gesehen dieses Spielchen fortführt und dieser eine Punkt, ich möchte meine Eltern stolz machen, ist einfach von der Natur her, von der Evolution her sehr, sehr wichtig und das wird nie passieren. Man denkt sich, ich werde einmal der Kaiser von China und dann kann meine Mutter, mein Vater kann einfach nicht anders, als zu sagen, wow, das ist beeindruckt. Und man stellt sich vor, in den Augen sieht man dann wirklich diesen Funken, endlich bin ich stolz auf dich, mein Sohn. Das wird nie passieren. Und da ist es eben ganz wichtig, das zu verarbeiten und zu sagen, das wird nie passieren.
Und das ist für mich ehrlich gesagt auch eine philosophische Frage, mit der ich mich sehr intensiv befasst habe, jahrelang. Würde ich nur kurz darauf eingehen. Und zwar, das hat so ein bisschen damit zu tun, ist die Zukunft, steht die Zukunft fest, steht die Zukunft nicht fest? Und ich sehe das auf zweierlei, von zweierlei Seiten. Zum einen sehe ich, also ich fange bei dem einen lieber bei dem an. Zum einen, ich sehe nicht, warum die Menschheit oder Menschen von den physikalischen Regeln befreit sein sollten. Das heißt, wenn wir jeden Input hätten, alle Anfangsvariablen, könnte man theoretisch und nur theoretisch, nicht praktisch, berechnen, wie alles Leben auf der Erde in bis 100.000 Jahren aussehen würde. Man kann niemals einen Computer erstellen, der das berechnen könnte, weil der Mensch zumindest für unsere Verhältnisse, viel zu komplex ist. Vielleicht irgendeine Alien-Rasse, die seit 10 Millionen Jahren schon existiert und super weit vor uns ist, kann das machen. Genau das Gleiche, wir können ja auch berechnen, wie Pilzkulturen mehr oder weniger sich verhalten werden. Das heißt, für mich betrachte ich das einerseits so, Menschen sind Genetik plus Input. Und ich sehe das dann andererseits dann auch so, ich habe Glück gehabt im Leben, dass ich die Genetik habe, um nicht so zu sein, um tatsächlich das Beste daraus zu machen, um auch irgendwie Menschen zu helfen. Andererseits sehe ich natürlich das anders. Also das ist dann wirklich so rausgezoomt, wenn man die Menschheit oder wenn man das Universum über Milliarden von Jahren anschaut und die Menschheit ist wirklich nur so eine Sekunde. Aber in meinem Leben ist es so gesehen egal, ob die Zukunft feststeht oder nicht. Ich möchte glücklich sein in meiner Zukunft. Und da tue ich alles und sehe die Zukunft nicht als fest an, sondern sage, ich möchte meine Zukunft, eine Kontrolle haben über meine Zukunft. Aber das gibt mir so gesehen eine Beruhigung für Menschen. Vor allem eben, ja, wenn Beziehungen ist nochmal anders. Aber wenn man es mit Eltern zu tun hat und oder Familie, kann man sich nicht aussuchen. Und das gibt einem einfach so eine gewisse Ruhe. Das war jetzt viel auf einmal. Aber weißt du, was ich meine? Verstehe ich, absolut, ja. Was würdest du gerne den Menschen mitgeben, die dieses Video anschauen, die allgemein mit Narzissmus zu tun haben? Welche Botschaft würdest du allgemein der Welt einmal geben? Ich merke immer wieder in meiner Praxis, dass es das Wohltuendste ist, bei sich selbst anzukommen und sich selbst sagen zu können, ich bin okay, so wie ich bin. Ja, mit all meinen Mängeln, mit all meinen Fehlern, keiner ist perfekt, ja, sich selbst sagen zu können, ich bin okay, so wie ich bin. Das ist so ganz einfach dahergesagt, es ist manchmal ein ganz schwerer Prozess, weil gerade in missbräuchlichen Beziehungen wird einem das ja permanent eingehämmert, dass man eben halt nicht okay ist, ja, so wie man ist, ja. Das ist einem irgendwie so zur zweiten Haut geworden, ja, dieses Gefühl, na, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und es ist das Schönste auf der Welt, das mit jeder Faser seines Körpers zu spüren, ich bin okay, so wie ich bin. Ja. Ja, sehr schön. Michael, wie kann man dich erreichen, wenn man sagt, sag mal, authentisch, kennt sich, was Narzissmus angeht, aus, ist Psychotherapeut, ich brauche da Hilfe, ich möchte dich erreichen, wie kann man dich am besten erreichen? Ja, kurze Korrektur, ich bin kein Psychotherapeut, ich bin Heilpraktiker und biete Traumatherapie an. Ja, Psychotherapeut ist tatsächlich ein geschützter Begriff, den nur tatsächlich bestimmte Menschen, die eine entsprechende Ausbildung haben, tragen dürfen. Ja, mich kann man erreichen über meine Homepage non-toxic.de und natürlich auf meinem Kanal Toxic, nein, danke. Jawohl, die werde ich auch übrigens auch nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Das heißt, schaut auf jeden Fall Michael Kleis Kanal an, besucht die Webseite an Michael. Vielen lieben Dank fürs Dasein, es hat mich sehr gefreut, war sehr interessant das Gespräch. An alle Zuschauer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich danke auch bei dir, Marc. Dir alles Gute. Danke.